Und stehen auch im Norderstedter Stadtwald. Nein, das stimmt nicht. Das ist Nee, leider gelogen. nee. Aber wusstet ihr, dass 2011 Landesgartenschau in Norderstedt war? Das wusstest du nicht, ne? Nee, Du wusste bist ich früher nicht. weggezogen. Ja, war ich ja 2011 warst du Anfang. schon gar nicht mehr da. Ja, ich habe damals, noch vor der Gründung von The Delic, habe ich schon eine Internetseite gestaltet zur Landesgartenschau Echt? in Ach ja, du Norderstedt. hast ja immer nur Webdesign Ich gemacht. habe Webdesign gemacht, ja, ich war Webdesigner. Da erfährt man alles über Landesgartenschauen und nee, aber zurück zum Screen. Die kommt ja noch. Ach so. Ja. Ich Das hast du noch in weiß. der Hinterhand quasi. Okay, Natürlich. alles klar. Niemand hat es bisher Das gesehen. war eine Vorankündigung für Whispered World Ja gut, Whispered World 2 werden wir dann hoffentlich auch im Stream. Ja, gehen wir in die Höhle. Also, was? Gehen wir in die. Und wir können das mal gucken. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Pilz. Hallo Pilz. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Was zur Hölle? Warum sind das Furzpilze? Ja, die toll ordentlich. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Ich Sollen bin wir nicht jetzt hier, nicht um gerne Pilze durch? zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay, was habt ihr euch bitte hierbei gedacht? Warum? Furzende Pilze. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem Oh. nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Haben wir denn irgendwas? Können wir es mit der. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf Ach, diese Weise verdammt. komme ich hier nicht durch. Wir bräuchten jetzt Opas Hose. Die würde es schaffen. Dann machen wir mal mit der Schaufel. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise. Ich glaube, wir brauchen echt Feuer. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Nicht? Ich kann mich irren, aber eigentlich. Okay. Wenn alle Stricke reißen, hilft nur noch Opas Gebiss. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Aber sonst gibt es ja auch nichts, ne? Nur die Pilze. Die Natur bringt die wunderlichen. Ach, mein Gott. Kann ich die Pilze vielleicht aufpieken? Sie stinken schlimmer als alter Fisch. Furzpilze. Furz. Pilzraum. Also gerade bei dem Thema Furzpilze könnte ich sehr viel über Norderstedt erzählen, ne? Aber ich glaube, wir lassen es an Oh dieser Stelle und Mann. erzählen tatsächlich was über diesen Raum und über die Furzpilze, weil da gibt es bestimmt eine sehr spannende Anekdote. Ein Brückenschlag sozusagen Ja, zu. fährt er dir rein? Ja, ich meine, du wirst dir ja doch was bei Furzpilzen gedacht haben. Du hast jetzt ja nicht nur Furzpilze deswegen in dein Spiel reingemacht, weil du dachtest, dass das eine lustige Idee ist. Ja, Sondern das doch, hat genau doch. daher kam das. Irgendwie jemand hat gefurzt und dann, oh, mach ich doch Pilze draus. Nein, Quatsch. Ist das so ernst? Du hast dir nichts dabei gedacht? Ich dachte die ganze Zeit über, da steht, wer weiß, was für eine Metapher dahinter, aber du hast dir nichts dabei gedacht, dass du Muss ich das Pfosten. jetzt erzählen? Ich möchte schon irgendwie das. Du kannst doch nicht einfach einen Raum voller Furzpilze machen, dann hast du überhaupt nichts dabei gedacht bei den Furzpilzen. Ja, ich habe natürlich an den zweiten Teil gedacht. Da wird das Ganze aufgelöst, aber ich Ah! kann das Was jetzt ist ja denn? nicht Nee, okay, nee, erzählen. das verstehe ich. Oh Mann. Das, ja, Ja. Furzpilze. Meine Damen und Herren, Furzpilze. Kauft euch jetzt eure Furzpilze nur 555.500 bei Amazon. Furzpilze. Warum nicht?
Warum nicht? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese... Mein Gott. Was machen wir denn jetzt damit? Also, wir kommen hier auch schlecht weiter, bis Gefühl. Können wir sie vielleicht verstopfen? Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Ich will nicht, dass alle meine Sachen nach Stinksporen riechen. Ja, gut, also wir kamen gut voran. Würde ich mal so sagen. Wir gehen nochmal zu dir, denn ich brauche mal kurz deine Hilfe. Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher, ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Wieso habe ich mein... Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt, eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein, aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt... Nein, warte! Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ach, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Den Flüsterstein. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Sehr schön. Dann können wir wenigstens in der Ruine weitermachen. Und ich finde die Musik so wunderschön einfach. Ich finde die Musik super. So. Ha, wusste ich doch. Er passt. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Nein, aus! Nicht Spot! Spot! Was? Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was? Was war das? Super gemacht, Spot. Spot scheint gar nicht registriert zu haben, was uns jetzt alles noch bevorsteht. Himmel, wo soll das alles bloß enden? Jetzt müssen wir nur noch an dem Busch vorbeikommen. Oh Mann.
Ist doch nicht der Ernst, Bord. Das ist doch nicht der Ernst. Auf zu Bobby. Der nicht mal da ist. Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. Ein Messer. Oh oh, die Askil waren offen und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Schwer bewaffnet mit einem kleinen Messer. So, nehmen wir es mit. Wo gehen wir jetzt am besten mit dem Messer hin? Ich würde ja gerne versuchen, mit dem Messer hier durchzukommen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Na dann mal los. Oh doch, es funktioniert. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Dann wollen wir mal da hingehen, ne? Komm schon, Spot, nicht trödeln. Oh mein Gott, sind das Grummelsteine? Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Grummelsteine. Nimm dich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Wir sind Steine. Ich bin Ralf und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Die besten Steine, die es gibt. Falls ihr es kennt, die Grummelgrotte, wo man die Grummelpfeile bekommt. Aber flieg einfach in eine andere Richtung. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Oh, wieso denn langweilig? Wirklich? Wir liegen rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Steine sind mir so sympathisch, die sind so super. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam. Oh, sagte der sprechende Stein. Das war mein... Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Oh, wirklich. Mit steinerner Faust. Und nur zur Information. Oh. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey, Ingo. Was ist denn das da vorne? Wo?
Wo? Es scheint meine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet.